Herzlich willkommen im Bette Baulabor. Heute möchte ich euch zeigen, wie man Unterstützung unter einer Duschwanne oder Duschfläche bekommt, ohne diese zusätzlich ausbauen zu müssen, sondern einzig und allein über den Ablauf installiert. Dazu haben wir ein Unterschäumungsset, was besteht aus folgenden Komponenten. Einmal ein Sack mit einem Schlauch und dem entsprechenden zweikomponentigen PU-Schaum. Zur Montage muss zunächst der Deckel entfernt werden und die Ablaufgarnitur demontiert werden. Nach den Schrauben nehmen wir noch den Flanschring und die Dichtung, drücken dann die Garnitur ein Stück weit zur Seite. Im Nachgang der Schlauch wird eingeführt durch das Loch. Unterkante der Fläche, Oberkante der Ablaufgarnitur und dann halt eben dementsprechend positioniert. Was dann erforderlich ist, ist die Belastung auf der Fläche mit 25 Kilo auf jeder Seite. Wir nehmen nun den Schaum und lesen zunächst die Montageanleitung an der Stelle, also schütteln, rühren, alles was da halt eben dementsprechend draufsteht. Verbinden den mit dem dementsprechenden Schlauch und füllen dann den kompletten Inhalt der Flasche in den Schlauch. Nach circa einer Stunde ist das Ganze ausgehärtet und wir können dann die Dose von dem Sack wieder trennen. Machen wir knallen wir einmal durch. Im Anschluss daran können wir dann die Garnitur wieder montieren, erst wieder positionieren, montieren dann dementsprechend die Dichtung wieder. Und den Flanschring. Setzen dann die Schrauben wieder ein. Handfest anziehen. Den Deckel wieder montieren. Und die Gewichte wieder entfernen. So einfach ist die Montage mit dem Bette-Unterschäumungsset. Zum nachträglichen Einbau unter die Flächen.